Hallo YouTube, willkommen zu diesem Item Guide. Heute soll es einmal um diese schicke Fleischkeule hier gehen. Ich werde euch gleich einmal zeigen, woher ihr sie bekommt und wie ihr auch eine hilfreiche Asche bekommen könnt. Denn die Asche habe ich ausgerüstet. Wenn wir sie einsetzen, springen wir ein wenig hoch, sliden nach vorne, machen dann natürlich auch nochmal so ein bisschen Blutungsgedöns. Kann auch dafür genutzt werden, ein bisschen Distanz wieder gut zu machen zum Boss, auch noch mal ein bisschen Damage zu machen. Und wenn ihr das Ganze ausgerüstet habt, kann auch euer Mimic diesen Effekt machen. Schauen wir uns einmal die Werte dieses Items an. Es ist noch nicht komplett aufgewertet, es geht bis plus 25. Dann habt ihr einen körperlichen Schaden von über 300 und auch einen Blutverlust von über 200, der ausgelöst werden kann. Und in Kombination könnt ihr hier sehr, sehr viel Damage blutungstechnisch anrichten. Wenn ihr die Asche ausstattet, vergewissert euch, dass ihr auch wirklich den Blutungsslot genutzt habt. Ich habe es beim ersten Mal ein wenig falsch gemacht. Ich bin in Gift reingegangen. Deswegen hat das Ding nicht ganz so gut performt. Ihr seht jetzt auch bei dem Item, wir haben da so eine Art rote Klinge. Das ist das Icon dafür, dass ihr auch den richtigen Slot genutzt habt. Wir befinden uns jetzt im linken Bereich, quasi Turmsiedlung. Direkt davor haben wir den Waypoint-Kreuz am Haupttor. Wenn ihr die Schattenlande erreicht, geht es einmal nach Norden zu diesem Waypoint hier. Danach haben wir hier eine Unterführung, die euch hier hinführt. Und unser Ziel wird gleich sein, dass wir hier einmal durchreiten, an der Küste lang, hier an den Felsen lang, so dass wir dann im Endeffekt einmal hier bei dem Waypoint ankommen und danach geht es weiter hier zu dieser Stadt. Vom Waypoint aus mounten wir natürlich einmal auf und reiten gemeinsam die Strecke ab. Sie ist nicht so kompliziert, sie ist auch nicht wirklich gefährlich. Man kann sie aber schnell übersehen, deswegen machen wir das eben fix gemeinsam. Auf dem Weg dorthin werden wir gleich einmal zwei Hunden begegnen. Die machen nichts, die knurren nur. Da haben wir Nummer 1. Einfach weiter vorbeireiten. Da haben wir Nummer 2. Und hier werden gleich auch noch mal ein paar Fledermäuse auf uns warten. Die machen auch nichts, wenn wir straight vorbeilaufen. Sie könnten eventuell ein bisschen Damage machen. Das ist aber, meine ich, nicht so viel. Wenn wir die Passage überstanden haben, haben wir hier rechts auch schon den Waypoint. Und weiter geradeaus haben wir die Stadt. Bei dem Punkt, den ich da jetzt gesetzt habe, geht es gleich einmal weiter. Denn hier können wir einmal an den Tüchern hochreiten. Passt auf, dass ihr nicht runterfallt. Doppelsprung ist immer die sichere Variante. Und von hier aus geht es einmal weiter. Die Gegner, wenn wir an denen vorbeireiten, machen auch nichts. An der Säule geht es jetzt hoch und von der Säule springen wir jetzt einmal auf diese Wandreste. Düsen hier auch nochmal eben rüber und da vorne haben wir 6 Unholde. Die können jetzt die Keule droppen. Es empfiehlt sich nicht unbedingt dort einfach Brain AFK reinzuspringen und alles umzumetzeln. Ich mache es jetzt aber trotzdem. Geht ein bisschen schneller. Wir haben Mimic auf unserer Seite. Deswegen rein ins Getümmel. Überall einen draufmetzeln. Mimic hilft uns auch. Mit dem Game of Thrones Schwert machen wir ordentlich Damage. 2 schwere Angriffe und schon sind sie down. Die erste Gruppe hat nichts gedroppt. Okay, wenn wir gleich einen Drop haben, sollte das leicht bläulich schimmern. Dann wissen wir auch, dass wir den Drop bekommen haben. Falls ihr hier nichts bekommt, resetten am Ort der Gnade. Nochmal versuchen, so lange bis es droppt. Aber das sieht gut aus. Dort haben wir ein Item. Und wenn wir es looten, wunderbar, haben wir den Arm eines Blutunholds eingesackt. Das wichtigste Item. Damit können wir die Bosse wunderbar niedermetzeln. Nicht nur hier in den Schattenlanden, sondern auch in den Zwischenlanden. Für die Kriegsasche starten wir von den Ruinen der Tempelstadt und hier nördlich in dem Gebiet habe ich einmal einen Marker gesetzt. Dort sind 3 rote Bäume auf der Map. Hier oben links das Gebiet könnt ihr über den Guide erreichen, den ich in die Videobeschreibung gepackt habe. Rechts neben mir ist auch der Spot, wo es das Kartenfragment gibt. Müsste Kartenfragment 3 sein.
Und wenn wir jetzt hier Richtung Norden unseres Markers reiten, können wir auch am Wasser lang reiten, würde ich aber nicht empfehlen. Dort sind Ameisen, die machen ziemlich heftigen Damage. Die haben mich auch schon einmal abgemetzelt, deswegen düsen wir hier einfach mal am Berg entlang. Ist ein bisschen einfacher und entspannter. Die Vögel machen nichts, wenn wir einfach vorbeireiten. Hier geht es einmal nach unten. Glück gehabt, dass ich an den Bäumen hängen geblieben bin. Und der Skarabäus dort hat jetzt die Kriegsasche. Einmal ummetzeln. Hinten in der Ecke sind wir safe, können uns dann wieder wegporten. Und ihr habt jetzt beides zusammen. Die super Waffe und die nützliche Kriegsasche.